Lassen Sie sie besser rein, bevor Sie die Tür aufbrechen. Mhm. Ich hätte noch eine Wagenladung von diesen neuen Computern bestellen sollen. Ja, ich habe dir das schon so oft gesagt. Das Konzert ist um 8 und nicht um 9. Also wir treffen uns später. Kommt schon, Mädels, lasst euch nicht so hängen. Ich habe heute noch sehr viel vor. Ruhig, Blondie. Wir müssen uns noch stärken, bevor wir mit dir zum Powershoppen gehen. Einen extra großen doppelten Espresso, 3-mal Zucker. Da will sich aber jemand besonders stärken. Ganz genau auf die Minute. Gut, also chillt noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Dates. Oh! Ein paar Dates? Ich dachte, wir wollten shoppen gehen. Das dauert doch den ganzen Tag. Nein, dauert es nicht. Vertrau mir. Es nennt sich Hypersonic Dating. Hyperwehr? Was für ein Dating? Dagegen sieht Blitzdating wie eine Langzeitbeziehung aus. Ich bin gleich wieder da. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin ein Schwert. Okay, danke. Auf welche Musik stehst du? Wow, ich auch. Würdest du bei einem Date lieber tanzen gehen, rollerbladen oder zu Hause einen Film sehen? Lass dir Zeit. Und die Zeit ist vorbei. Clover hat bald einen ganzen Jahresvorrat an Jungs verbraucht und der Tag ist noch nicht mal vorbei. Sie ist schneller mit ihnen durch, als ich meinen Milchkaffee trinken kann. Das war's. Lasst uns shoppen gehen. Hm? Ich hoffe, sie meint damit nicht Blitzshoppen, Alex. Und wie liefen deine Dates so? Toll, die Typen Nummer 3, 9 und 14 kriegen alle eine zweite Chance. Ich werde sie alle eine ganze Minute lang treffen, um sie besser kennenzulernen. Dann könntest du ja schon beim Mittagessen einen neuen Freund haben. Und dich zum Abendessen von ihm getrennt haben. Und mit ihm wieder zusammen sein, bevor die Geschäfte schließen. Ist das nicht toll? Mhm. Was ist das für ein Geräusch? Es fährt genau auf uns zu. Also das nenne ich Power-Shopping. Also ich nenne das unser Einkaufscenter zerstören. Keiner zerstört hier mein Einkaufscenter oder übertrifft mich beim Shoppen. Die schnappen wir uns. Einer lila-roten Wolke verschwunden. Ist euch an der Waffe, aus der die Wolke kam, irgendwas aufgefallen? Das war eine fast haargenaue Kopie unseres Windkanal-Turbo-Haartrockners 9000. Ich rufe mal lieber sofort Jerry an. Also entweder funktioniert mein Ex-Bruder nicht oder Jerry gibt keine Antwort. Er sollte eine Anrufbenachrichtigung schalten. Jerry lebt echt hinterm Mond. Lasst uns zu WOOHP gehen und mit ihm persönlich sprechen. Sieht so aus, als ob Jerry WOOHP einer Totalrenovierung unterzogen hätte und vergessen hat, es uns zu sagen. Hey, seht euch mal diese komischen neuen Rollerblades an. Alex, das ist doch das alte Modell. Jerry muss WOOHP als Rollschuhbahn getarnt haben. Seht ihr, er lebt immer noch in der Vergangenheit. Immer noch keine Antwort auf den Ex-Bruder. Glaubt ihr, er hat WOOHP für eine Weile zugemacht und ist im Urlaub? Das sollten wir herausfinden. WOOHP ist weg. Hier ist alles ausgeräumt worden. Glaubt ihr, Jerry ist mit WOOHP umgezogen, ohne es uns zu sagen? Das würde ja bedeuten, dass wir gefeuert sind. Also anstatt uns persönlich rauszuschmeißen, ruft er einfach nicht mehr an. Boah, er benimmt sich wirklich wie ein Kind. Vergiss es, Sam. Er antwortet doch sowieso nicht. Ich versuche gerade, mich in den Polizeifunk einzuwählen. Sam! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Es geht hier nicht nur um Jerry. WOOHP ist verschwunden und ich wette, dass dieser Disco-Transporter in der lila-roten Wolke etwas damit zu tun hat. Hier ist es schon. Dieser komische Transporter wurde bei 2 Einbrüchen benutzt. Beide fanden in Elektronikläden statt. Sie haben es also auf Elektronik abgesehen? Gut, dann kann man sich ausrechnen, wo Sie als nächstes zuschlagen. Etwas zu überwachen ist so langweilig. Ich hab's. Ich treffe noch ein paar Blitzverabredungen. Oh, das dauert ja länger als die Verabredung selbst. Was ist denn nun los? Mein Handy funktioniert nicht. Clover, schalt es aus. Es geht wieder los. Los, hinterher! Wir sollten doch darauf vorbereitet sein. Ja, aber sie kamen praktisch aus dem Nichts. Das könnte unsere letzte Chance sein, herauszufinden, was mit Jerry passiert ist. Hey, es ist ja auf einmal taghell. Und wo ist denn nur diese komische Backsteinmauer hin? Und was ist mit all den Geschäften? Da ist dieser verrückte Transporter. Frag doch mal. Wird gleich erledigt. Schnell, du verlierst sie. Wenn wir doch nur Jerrys Zubehör hätten. Alex, sieh doch bitte mal im Handschuhfach nach. Mal sehen. Sonnenbrille, Adressbuch, nichts. Hey, seht doch, da sind wir 3 mit Jerry auf der WOOHP Silvesterparty. Oh, er sieht in diesem Outfit richtig süß aus. Oh, wenn mein Haar doch nur immer so herrlich sitzen würde. Hallo, wir brauchen unser Zubehör. Hey, diese Haarclip ist eine Aufspürvorrichtung. Du musst dafür aber näher ranfahren. Wartet mal. Noch näher! Hey! Nun wackel doch nicht so heftig! Ich verstehe das nicht. Diese Straße müsste doch an der Beverly High vorbeiführen. Unsere Schule ist doch genau da drüben. Irgendwie. Sieht ganz nach Beverly High aus, aber ohne jeden Geschmack. Ja, bei diesen ganzen 70er-Jahre-Klamotten erkennt man auch gar keinen. Tja, Trends kommen eben häufig über Nacht. Ah, nettes Outfit, Mädels. Wartet ihr darauf, dass euer Raumschiff euch wieder abholt? Mandy? Was? Ich heiße Phoebe, aber ich mag diesen Namen. Vielleicht nenne ich ja meine erste Tochter Mandy. Hör auf, uns zum Narren zu halten, Mandy. Was war denn in Beverly Hills bloß los? Und was soll diese Hippie-Aufmachung überall? Also, sei doch kein Spielverderber, Mann. Mode ist doch eigentlich sowieso nur oberflächliches Gehabe. Hier, ich habe eine Kolumne in der Schülerzeitung. Peace! Es ist so, als ob wir auf einem anderen Planeten wären. Nicht auf einem anderen Planeten, in einer anderen Zeit. Seht euch das Datum auf dieser Zeitschrift an. 1975. Wir sind in den 70ern? Das heißt, keine Handys, keine CDs oder Computer? Das ist ja wie vor der Sintflut. Und all die Jungs, die ich bei meinen Blitzdates treffe, sind ja noch nicht mal geboren worden. Leute, beruhigt euch. Der Transporter muss durch eine Art Zeitfenster gefahren sein und wir ebenso. Das heißt, dass irgendwie eine Möglichkeit besteht, in unser eigenes Jahrhundert zurückzukommen. Aber in der Zwischenzeit sollten wir hier nicht zu sehr auffallen. Wie sehe ich aus? Sag doch mal groovy. Gar nicht schlecht. Trends kommen und gehen, aber ich sehe eigentlich in jedem Outfit einfach fantastisch aus. Ah, ich frage mich, ob der Ex-Bruder auch bei dem Auto funktioniert. Hey, es hat funktioniert. Jerry entwickelt echt das allerbeste Zubehör. Dem Aufspürgerät zufolge ist der Transporter da lang. Fahr links rüber auf den Parkplatz. Es sieht so aus, als wäre die Zeitmaschine hinten beim Verladedeck. Also gehen wir lieber vorne rum. Was ist denn das? Also für ein Handy ist das zu groß. Das ist ein 8-Spur-Kassettenrekorder, sowas wie eine primitive CD. Das ist ein Telefon. Oh, Alex, pass auf! Alex, alles in Ordnung? Holt mich aus diesem komischen Sessel raus! All dieses 70er-Jahre-Zeug sieht aus wie Zubehör. WOOHP-Zubehör. Ja, sie sind ihrer Zeit nur etwas voraus. Bruder, hattest du irgendwelche Schwierigkeiten mit diesen komischen Hühnern auf der anderen Seite? Komm wieder runter, Mann. Alles läuft total easy für uns, klar? Wir haben genug Supermaterial für hunderte verschärfte Zubehörteile. Und der neue Zeitraumnebler funktioniert noch besser als der Prototyp. Okidoki, los, schieb die Flosse rüber, Mann. Locker. Wovon reden die da überhaupt? Also, irgendetwas stimmt nicht mit diesem Fahrer. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist... Oh, das ist Jerry! Aber mit einem vollbrannten 70er-Look. Hey, wer sind diese scharfen Mädels da drüben und woher wissen sie eigentlich, wie ich heiße? Oh Mann, das sind fiese Agentinnen aus der Zukunft, aber keine Angst. Unsere Disco-Bräute kennen alle Kung-Fu-Bewegungen. Unglücklicherweise kennen wir alle Kung-Fu-Bewegungen. Ich sollte mal mit meinem Stimmungsring die Atmosphäre verändern. Das geht nicht, Jerry. Sie können doch kein Zubehör gegen uns einsetzen. Ja? Ja! Was wollen Sie jetzt tun, Jerry? Uns mit lahmer 70er-Musik aufhalten? Oh! Jerry, was ist denn los? Erkennen Sie uns denn gar nicht? Ja, wir sind doch Ihre besten und schönsten WOOHP-Agentinnen. Genauer gesagt, da wir in der Vergangenheit sind, sollten Sie gerade dabei sein, WOOHP aufzubauen. Wenn Sie etwas über die Weltorganisation zum Schutz der Menschheit wissen, müssen Sie aus der Zukunft sein, weil BG und ich mit WOOHP noch gar nicht begonnen haben. BG? Boogie Gus, der Boss von WOOHP und der geniale Erfinder des Zeitreisens. Ja, was soll das überhaupt? Wieso stehlen Sie Technologie aus der Zukunft? Um mit euch ruchlosen Verbrechern fertig zu werden. Das war auch eine von BGs Ideen. Von jetzt an übernehme ich das, Mann. Mach den Transporter fertig, sodass wir endlich diese Zeitzone verlassen können. Hey! Hören Sie, Booger, Sie können vielleicht Jerry betrügen, aber wir wissen, dass er WOOHP begründet hat. Ja, und Sie sehen auch nicht schlau genug aus, um eine Zeitmaschine zu erfinden. WOOHP, die Weltorganisation zum Schaden der Menschheit, ist meine höchsteigene und äußerst wichtige Idee. Aber ihr habt recht, Jerry hat diese Zeitmaschine erfunden und ich war eben schlau genug, sie zu stehlen. Ich komme genauso wie ihr aus der Zukunft und ich habe auch bei WOOHP gearbeitet, als Teil der Wachmannschaft. Ich habe die Zeitmaschine mitgehen lassen, als niemand aufgepasst hat und habe sie mit in die 70er gebracht. Wieso haben Sie sich so eine lahme Dekade als Ziel ausgesucht? Damit er bei Jerry ist, bevor er die richtige WOOHP gründen kann. Scharf und intelligent. Bravo! Außerdem fetzen die 70er, weil es damals mit der Disco losging. Ich war der größte Disco-Tänzer aller Zeiten. Seht her! Yeah! Los, Leute! Mir geht's gut! Ausgesprochen gut! Yeah! Ein bisschen komisch, aber nicht schlecht. Also bringen Sie jetzt die Disco zurück in die Zukunft? Das ist ja wirklich noch schlimmer als schlimm. Sogar richtig ätzend. Und ich werde der Einzige sein, der Jerrys Zubehör besitzt. Was ist denn so schlimm an einem dicken, flauschigen Bettvorleger? Ich meine, abgesehen von dieser schrecklichen Farbe. Das da ist der massivste Bettvorlegerhaufen der Welt. Wenn ihr erstmal tief genug drin seid, könnt ihr nicht mehr atmen. Tja, ich mache jetzt gleich mal eine Sause. Bleibt schön locker, Ladies. Macht's gut und viel Spaß noch. Oh, wir werden von einem hässlichen Teppich getötet werden. Wäre es besser, wenn du von Jerrys Zubehör umgebracht werden würdest? Oh, Jerrys Zubehör? Moment mal, ich habe doch während des Kampfes den Stimmungsring aufgehoben. Der muss hier irgendwo sein. Beeil dich, Alex. Ich glaube, ich hab ihn. Also, wie funktioniert der? Wartet mal, das sieht aus wie dieses Dingsbums aus dem Lieferwagen. Das muss der Prototyp der Zeitmaschine sein, von der Jerry gesprochen hat. Ich hoffe, sie ist nicht gerade auf die Steinzeit eingestellt. Oh, das hier ist auch irgendwie die Steinzeit. Fertig? Los geht's! Oh nein! Wir sind ja immer noch in den 70ern, oder? Willkommen im Studio WOOHP, Mädels. Oh nein, das sind diese fiesen Spione. Mein Mini-Nuklear-Stimmungsring, er ist weg. Sie sollten sich nicht so sehr auf Ihr Zubehör verlassen, Jerry. Tut uns leid, Jerry. Wir wollen nur, dass Sie uns zuhören. Damit werden Sie niemals durchkommen. Meine WOOHP-Agenten werden Sie stoppen. Hören Sie zu, Jerry. Wir sind Ihre WOOHP-Agentinnen. BG steht nicht für Boogie Gus, sondern für böser Ganove. Die Zeitmaschine war im 21. Jahrhundert Ihre Erfindung und BG hat sie einfach nur gestohlen. Er hat Sie betrogen, Jerry. Sehen Sie hier. So sollte die Gegenwart eigentlich aussehen. Oh, wow, Mann! Was ist mit meinem Haar passiert? Eine Privatparty in meiner DJ-Kabine. Die Party ist vorbei, Disco-Tiger. Jerry ist jetzt wieder auf unserer Seite. Jetzt, wo ich das wichtigste Zubehör besitze, gehört er euch voll und ganz. Ich sehe euch noch. Oh, er hat uns eingeschlossen. Was meint er eigentlich genau mit ich sehe euch noch? Schnell, Jerry, sagen Sie uns, dass Sie Zubehör mit haben, irgendetwas. Na ja, wir haben diese Rollerskates, aber ich weiß nicht, wie wir sie... Alex, der Mini-Nuklear-Stimmungsring. Ja! Die Spione sind entkommen, wie ungroovy. Kommt schon, Leute, schicken wir diese Typen dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Ich will dich heute Abend fallen sehen. Alex, halt ihn auf! Nein, warten Sie. Ich habe eine viel bessere Idee. Sie halten besser mich auf. Wovon reden Sie denn überhaupt, Jerry? Ich stelle die Zeitmaschine auf einen Zeitpunkt ein, der kurz vor meiner ersten Begegnung mit Boogie Gus liegt. Dann können Sie verhindern, dass diese Begegnung überhaupt stattfindet. Oh, unglaublich! Da tauchen ja auf einmal scharfe Mädels aus dem Nichts auf. So ein Mistmann! Eigentlich müsste Jerry doch jetzt hier sein. Hab dich! Können denn zwei Jerrys gleichzeitig existieren? Oh, hey! Was ist denn hier los? Es sieht so aus, als ob bei WOOHP wieder alles ganz normal ist. Aber wo ist Jerry? Bei dem ist auch wieder alles normal. Wir haben den alten Jerry wieder. Ja, der alte Jerry. Ja, schade, dass mein Haar nicht geblieben ist. Ach, der Afro-Look stand Ihnen sowieso nicht so gut, Jerry. Also, nur um sicher zu sein. Wir sind doch wieder in unserer Zeit, oder? Ist denn alles so wie früher? Alles ist genauso, wie es sein sollte. Das Zeitreisenprojekt wurde vor kurzem eingestellt. Oder genauer gesagt, es wurde eigentlich nie begonnen. Das ist alles wirklich ziemlich kompliziert. Und was ist mit Gas passiert? Wie ich schon sagte, alles ist so, wie es sein sollte. Allerdings habe ich den Mini-Nuklear behalten. Ein recht gelungenes Teil unserer Zubehörauswahl, oder? Beeil dich, Schatz. Ich möchte noch organische Hanfunterwäsche besorgen, bevor sie ausverkauft ist. Mom, würdest du langsam mal anfangen, im 21. Jahrhundert zu leben? Schön zu sehen, dass im Einkaufszentrum wieder alles so wie früher ist. Sogar Clover. Hey, Clover, hast du nicht gleich in der nächsten halben Stunde so ungefähr 50 Dates? Ja, was ist aus deinen Blitzdates geworden? Oh, bitte, das war vor 5 Minuten aktuell. Extrem langgezogene Dates sind gerade in. Ich verbringe die ganze Woche mit Eric. Wow. Und wann geht's los? Es hat schon angefangen. Eric kommt nur 2 Stunden zu spät. 2 ganze Stunden? Und du bist nicht sauer? Aber natürlich nicht. Es gibt keinen Grund, überstürzt in eine Beziehung zu gehen. Also, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ihr wisst ja, ich habe ein Date. Okay, dann gehen wir 2 schon mal extrem langgezogen shoppen. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Wenn ich jetzt mit einem Jungen ausgehen würde, wüsste ich gar nicht, was für eine Verabredung ich habe. Ich nehme an, wir sind einfach nur sehr altmodisch. Ich merke manchmal, dass die anderen Mädchen denken, dass ich nicht das Zeug zur Spionin habe, weil ich mich mehr für Mode und Verabredungen interessiere. Aber es gibt noch andere Dinge außer gutem Aussehen, toller Kleidung und perfekt gestyltem Haar. Ja klar, Alex ist mit ihrem Hi-Ja überall zu finden und Sam hat ein Mega-Gehirn, das eigentlich alles weiß, aber ich bin so richtig hart. Ich bin auf ganz verschiedene Weise hart. Ich habe gerade 3 Verbrecher besiegt und mich nicht beschwert, obwohl ich mir 2 Nägel abgebrochen habe. 2. Wollt ihr meine Muskeln sehen?